Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baldur's Gate 2 No Reload. Ist etwas für Narren. Wir haben ja letztes Mal in der wachenden Festung die zweite Ebene gemacht und den vielfarbigen Dämon besiegt, wie ich ihn noch nie besiegt habe. Nämlich ohne, dass er sich verwandelt hat. Gibt es bei euch irgendeine Art Ritus für den Übergang ins Erwachsensein? Ich bin neugierig. Die Drow haben ein wesentlich formelleres Ritual, das sich aber von Stadt zu Stadt unterscheidet. Das Bluten muss von Mitgliedern beider Geschlechter bestanden werden, sobald sie das Erwachsenenalter erreicht haben. Der junge Drow muss einen intelligenten Oberflächenbewohner jagen und töten, vorzugsweise einen Abenteurer. Mein Haus hat auf einen heiligen Krieger bestanden. Deswegen brachte ich meiner Mutter Oberin den Kopf eines gewissen Kilgint, Sigandulba, Priester irgendeines Kultes und Mann der ersten Reihe. Er dachte, ich wäre ein Bettler, der um Führung bitten wollte. Er war überrascht zu entdecken, dass eine Drow vor ihm stand. Doch er war noch viel überraschter, als ich seinen heiligen Streitkolben dazu verwendete, ihm den Schädel einzuschlagen. Ich errang mir dadurch in einer Gesellschaft, die von Grausamkeit und Ambitionen beherrscht wird, Respekt. Mit einem Mann das Lager geteilt? Das hatte ich bereits zuvor, sehr oft sogar. Das ist bei uns Drow kein Zeichen für das Erwachsenensein. Und die Tat erfreute Lold. Die Spinnenkönigin zu erfreuen, war unser Credo und unser Mantra. Wir gürteten uns mit ihrer Gunst, um die anderen Rassen zu bezwingen. Die Drow wollen herrschen, wie die Dürger, die Kur-Taos, ja selbst die Illithiden. Aber wir stehen auf tönernen Füßen. Wir misstrauen einander fast mehr als den Mitgliedern anderer Rassen. Und das ist unsere Schwäche. Interessantes Eingeständnis. Ich werde eurer Stärke folgen. Wirklich interessantes Eingeständnis, Vikonia. Dass ihr nicht zu so freier Kooperation bereit seid wie die Oberflächenbewohner, ist euer Nachteil. Ja, würde ich auch so sehen. Ist überhaupt interessant, wie eure Gesellschaft überhaupt funktionieren kann bei all dem Mord unter Geschwistern. Das ist so ziemlich das Erste, was wir abgestellt haben. Da haben wir ja ganz alte Geschichten zu. Wir reisen jetzt in den Tempelbezirk. Denn ich habe vor, im Tempelbezirk jetzt mich dem Kult des Augenlosen zu stellen. Das Schicksal wartet. Nichts ist passiert, das hat mir kurz Angst gemacht. So, unsere Schutzzauber sind jetzt mehr oder weniger alle abgelaufen, aber wir haben noch ein paar Zauber, um die ersten paar Kämpfe hier zu machen. Ich glaube, auch vor Vampirangriffen muss ich jetzt keine Angst mehr haben. Die Vampirgruppe ist erstmal zerschlagen. Bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Aber für Edwin gilt noch, was ich letztes Mal gesagt habe. Bedecke dich. Du hast auf jeden Fall die Zauber dafür. Jan hat auch noch einen Zauber dafür. Yahira hat, glaube ich, den vielfarbigen Dämon ganz erfolgreich getankt. Deswegen da nichts mehr übrig. Okay. Ja, da ist jetzt zwar ein Kleriker dabei und auch ein paar Kobold-Kommandos, aber wir sind nicht mehr in Baldur's Gate 1 oder am Anfang dieses Spiels hier. Also sollte ich eigentlich meine Nahkämpfer einfach nur reinschicken müssen, oder? Braket snipert den Schamanen weg. Mit Korgan und Yahira klicke ich abwechselnd andere Leute an. Ja, und schon haben wir sie besiegt. Sehr schön. Ich sehe da jetzt auch keine Schriftrolle oder sowas, was ich aufheben muss. Hier haben wir jetzt auch den Schlüssel für diese Geheimtür. Das führt zu den Illithiden hier in Adkatla. Da will ich noch nicht reingehen. Zumindest nicht jetzt sofort. Ich habe noch einmal chaotische Befehle. Ja, das würde ich vielleicht auf dem Rückweg mal testen. Denn dahinter gibt es einen Stun hinter dieser Tür. Also die Gruppenmitglieder werden alle kurz gestunt und ich will wissen, ob chaotische Befehle dagegen hilft. Blut und Ruhm! Haltet ein und geht nicht weiter, Laie. Es gibt hier ein schlimmes Unheil, dem ich noch auf den Grund gehen muss. Keldon hat eins der tollsten Porträts überhaupt. Das habe ich am Anfang für meinen ersten Charakter benutzt und deswegen wird es für immer mein Liebling sein. Ich bin Keldon, Diener des höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens. Das Böse, von dem ich sprach, seine Gegenwart ist sehr stark und steigt, was nicht sehr überraschend ist, von irgendwo tief unter uns auf. Kommt, lasst uns unser Schicksal gemeinsam besiegeln und es herausfinden. Man hat mir aufgetragen, auf die Gruppe, die ich in dieser Sache unterstützen soll, zu warten. Es ist meine Pflicht, dem Gemeinwohl zu dienen.
Es tut mir echt leid, Keldon, aber auf dich komme ich auch nur zurück, falls einer meiner munteren Recken hier versterben sollte. Aber du gehst besser nach Hause und kümmerst dich um deine Ehe. Aus irgendeinem Grund immer. Immer. Wenn eure Arbeit hier beendet ist, dann sucht mich im Orden des strahlenden Herzens auf. Die Stadt ist der Mittelpunkt der Korruption und die Arbeit eines alten Paladins ist nie zu Ende. Ja, also wenn es soweit käme, würde ich dir liebend gern Kasumir die Hand drücken und gucken, was du drauf hast. Was eine Menge ist. Inquisitor ist eine sehr starke Unterklasse von Paladin. Er verzichtet zwar auf alles Mögliche wie Hände auflegen und Priesterzauber und ich glaube auch Untote vertreiben, kann er auch nicht. Dafür hat er Magiebannen und wahrer Blick mit doppelter Stufe. Also der kann Magiebannen gegen Leichname einsetzen. Und das funktioniert einfach. Was Jan zum Beispiel... Oh nein! Na gut, eine stinkende Wolke ist jetzt nicht so schlimm. Ich bleib mal mit Jan hier stehen. Ja, das war blöd. Aber nicht so blöd. Rette Jan! Okay. Korgan, Yahira, ihr geht damit rein. Andere Fernkämpfer, ihr macht mit. Wir müssen echt Jan retten. Völlig egal, ob da noch jemand umfällt. Wie kann Jan umfallen, ne? Jan hat doch fast zur Rettungswurf wie Korgan. Ich hatte ja auch eigentlich einen anderen Gegner und eine Falle erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte hier so einen... Ich war schon unterwegs. Otuik, oder wie sie heißen, erwartet. Ja, okay, gehen wir ohne Jan. Gehen wir ohne Jan weiter. Ach komm, Jan. Du bist auch Halbling oder Gnom oder halt kleinwüchsig. Du hast Rettungswürfe ohne Ende. Aber anscheinend ganz schlechte gegen Tod. 20. 20 ist anscheinend gut. Komm. Weil hier könnten, hier sind auf jeden Fall Schatten drin. Hier könnten auch Fallen drin sein, die entweder die Schatten triggern oder zusätzlich irgendwelche negativen Effekte auf uns wirken. Was es natürlich jetzt hier zu vermeiden gilt. Ja, ja. Der blöde Zwerg macht das schon. Nichts, hä? Verstanden. Es ist doch wieder auf dem Rückweg dann spätestens, dass es hier abgeht. Hier in dem nächsten Raum ist auf jeden Fall irgendwas mit Netz in meiner Erinnerung. Ach, guck mal da. Ein Schatten. Wo? Von wo? Ah, von da um der Ecke. Okay, Braket, wie bist du gegen Schatten nochmal? Hätte ich auch gemacht. Braket ist gegen Schatten sehr gut. So soll das sein. Ihr zwei, Abstand. Ihr drei, Angriff. Ahaha. Das hast du dir so gedacht. Das hat er auch sehr gut ausgeführt, der Schatten. Der wusste genau, wer hier die Bedrohung ist. Okay, Jan. Guck mal da rein. Ja, da ist der nächste Schatten. Also langs nur... Ach, guck mal, ja. Einer schau. Ich bin ganz meine Meinung. Da sind sie. Sag mir, was zu tun ist, denn sein muss. Edwin? Nein, du musst Narren töten. Den da zum Beispiel. Schar steht für mich an oberster Stelle. Korgan, hol dir den da. Dann darfst du laufen. Und Edwin darf sich einen aussuchen. Ja, mesmagische Meteoriten sind super. Market darf auch was tun? Nee. Muss er gar nicht. So, da haben wir Schild. Ein sehr wertvoller Zauber auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob die Kampfmusik von alleine verschwindet oder ob das ein dauerhaftes Problem ist, was ich jetzt irgendwie im Spiel habe. Wisst ihr, das erinnert mich an... Das war ja in der Wachenden Festung in der zweiten Ebene letztes Mal. Nein! Das ist ohnehin eine Standardtaktik. Ja, das ist das Netz. War das sehr großartig, ne? Okay. Wir versuchen mal da reinzulaufen. Ich weiß, wenn sich einer von meinen Leuten festhalten lässt, treffen ihn die Schatten garantiert. Deswegen ist es wichtig und gut und richtig, dass die Leute gerade so schön durchgekommen sind. Na gut, nicht alle. Aber schon der Großteil. Wahrscheinlich hätte ich auch hier mit Viconia arbeiten können.
Jan? Ach so, oh nein. Die haben Jan die Stärke genommen. Das ist natürlich ärgerlich, gerade weil er wahrscheinlich nicht genug Sachen im Inventar hat, um sie abzulegen. Mich hat letztes Mal jemand gefragt, was das hier für Schädel sind. Das sind ist die Munition, die Jan herstellen kann. Der hat eine Spezialfähigkeit, um diese betäubenden Schädel herzustellen. Die sind wohl auch ganz gut, wenn man gegen Kangaks kämpft, weil es kann sein, dass die Kangaks treffen und betäuben können. Habe ich mal gelesen, aber noch nie ausprobiert. So, haben wir einen Stärketrank, den Nichtkrieger trinken dürfen? Wenn ich da keinen drin habe, dann habe ich vielleicht bei Viconia einen drin. Oder ich muss, ach so, ja, ich kann seinen Blitzwerfer einfach rauswerfen, das funktioniert natürlich auch. Hätte nicht gedacht, dass der so schwer ist. Was auch einiges wiegt, sind die Melfs magischen Meteoriten. Das kann man jetzt leider nicht so zu 100% sehen, wie viel die wiegen, aber die wiegen auch einiges. Das sind normale Schatten, ne? Viconia? Da bist du doch überlegen, oder? Ich habe dich extra gelobt, weil du Level 15 geworden bist und das so cool ist. So, der muss nach da. Dann sage ich euch, ihn anzugreifen. Dann wird er wieder übernommen und dann geht Jan um die Ecke und holt sich die nächsten. Ich darf auch nicht immer mit Jan in Fallen reinrennen. Das ist echt eine schlechte Angewohnheit. Ja, ja, ihr seid ja so ein Haufen aufrichtiger, guter Kumpels. Aber dennoch muss ich in dieser Gestalt mein Dasein fristen. Oh, Edwin, du hast so ordentlich Holz vor den Hütten. Ich weiß gar nicht, was dein großes Problem ist. So, mein großes Problem hier hinten ist jetzt der nächste Raum. Der nächste Raum ist nämlich ein Raum mit einer garantierten Falle, die man nicht entschärfen kann. Wo man, glaube ich, einfach reingehen muss. Ja, genau, da muss man hier dran drehen. Die Türen öffnen sich mit einem lauten Dröhnen. Genau, jetzt kann ich hier rausrennen. Und das sind, was sind das? Vampirische Nebel. Ja, da machen wir doch direkt mal einen Wutanfall. Sonst kriege ich hier nämlich ein Problem. Ja, das wäre jetzt nämlich schon abgezogene Lebenspunkte, wenn das anders aus... Also wenn der es jetzt nicht gemacht hätte. Und die Wolke ist, glaube ich, eine Giftgaswolke, die eventuell auch niedriglevelige Leute töten kann. Also nichts, wo man unbedingt drin stehen will. Aber... Ich glaube... Ja, Kogan kann hier auf jeden Fall mit seiner Hast durchrennen. Ich will aber trotzdem warten, bis die Wolke weg ist. Weniger getötet. Ich habe sogar daran gezweifelt, dass sie überhaupt weggeht. Okay, dann lasst uns mal alle da reingehen. Und mit Gahl sprechen, dem Anführer dieses lustigen Trupps, der sich hier versammelt hat. Halt! Wagt es nicht, diesen heiligen Boden zu betreten! Nur jene, die dem blicklosen Auge dienen, dürfen hier wandeln. Ich bin Gahl, der hohe Priester des einen Gottes. Das blicklose Auge könnte Fähigkeiten wie die euren gebrauchen. In eurem Fall könnte man unter Umständen eine Ausnahme machen. Es gibt etwas, das ihr tun könnt, was der Großartige nicht vermag, trotz seiner unermesslichen Macht. Unterstützt ihn darin und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf dass ihr die Gegenwart des Blicklosen kennenlernt. Dieser heilige Boden ist Teil einer größeren, uralten Einrichtung. Es ist gefährlich für den, der sich in die tieferen Gefilde wagt. Das blicklose Auge weiß von einem wertvollen Gegenstand in diesem Gebiet. Wenn ihr bereit seid, in diese Gefilde hinabzusteigen und diesen Gegenstand für ihn zu finden, könntet ihr ihm euren Wert beweisen. Tut das, und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf dass ihr die göttliche Gegenwart des einen kennenlernt. In meinen Augen seid ihr ein würdiger Gläubiger. Hier ist der Schlüssel. Sobald ihr das Zepter habt, bringt es mir, und wir werden gemeinsam dem blicklosen Auge... In meinen Augen seid ihr ein würdiger Gläubiger.
Hier ist der Schlüssel. Sobald ihr das Zepter habt, bringt es mir. Und wir werden es gemeinsam dem blicklosen Auge darreichen. So, warum kann dieser bösartige Betrachter nicht selbst dorthin schweben und sich dieses Zepter holen? Ich sage euch warum. Weil es vermutlich so mit Fallen gespickt ist, dass auch ein Schattendieb mit den Ohren und Zehen schlackern würde. Deswegen. Gut, dass ihr mich mitgenommen habt, Bracket. Habt ihr euch klug überlegt. Ihr werdet es noch weit bringen, vielleicht sogar weiter als fette Haufritte. Obwohl der von einem Katapult durch die Luft geschleudert wurde und man das daher nicht wirklich zählen kann. Ja, großartig, Jan. Ich werde eurer Stärke folgen. Ich finde auch, es war eine gute Entscheidung, dich mitzunehmen. Dann drehen wir uns hier auf dem Fuße wieder um. Das ist der einzige Weg, den Schlüssel für diese Tür hier zu bekommen. Und die Tür ist wichtig, denn dadurch kommt man in den tieferen Bereich. Dahinter ist ein Teil von dem Leichnam Kangaks. Dahinter ist diese ganze Betrachterhöhle. Da kommt man nicht hin, wenn man zum Beispiel Garl einfach tötet. Hier ist auf jeden Fall irgendwas ganz Gefährliches. Ich weiß, ich sage das relativ häufig. Aber hier bin ich schon gestorben. Ich weiß noch nicht, ob hier oder hier oder vielleicht doch hier. Aha, da haben wir es doch. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr genau, was diese Falle macht, aber es ist, glaube ich, böse. Volt gesund. Könnte Versteinerung sein, könnte irgendwie ein Blitz sein, der dann hier hin und her zischt. Wir werden es nicht herausfinden. Eure Hochwohlgeborenheit. Schar steht für mich an oberster Stelle, aber ich werde bei. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Ah! Seid auf der Hut, meine Freunde! Jemand ist uns zuvorgekommen, ich kann es spüren! Als ich Hohepriester des blicklosen Auges war, entdeckte ich, dass der einzige Zweck, hierher zu kommen, darin lag, das mächtige Artefakt von unten zu erlangen. Dies ist ein Gegenstand von solch zerstörerischer Macht, dass die Götter selbst bestimmten, er solle nie wieder angewendet werden. Er wurde in zwei Stücke geteilt und diese Hälfte wurde hier verborgen. Es ist gegen Störungen von außen durch mächtige Magie und Bestien geschützt, die in den Höhlen leben. Viele Anhänger des Betrachters haben ihr Leben gelassen beim Versuch, es wiederzuerlangen. Ich weiß, mein Fürst, dass der Betrachter die andere Hälfte des Zepters besitzt. Wenn er auch diese Hälfte an sich bringt, wäre er fähig, furchtbare Zerstörungen zu entfesseln. Wir haben selbst versucht, uns die zweite Hälfte des Dimensionsreißers zu beschaffen, um mit seiner zerstörerischen Kraft den Betrachter zu vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu zerstören. Wärt ihr bereit, nach unten zu gehen und das Artefakt zu beschaffen, mein Fürst? Ich bin äußerst dankbar, mein Fürst. Wir haben es versucht, doch unsere Blindheit schränkt uns ein. Diese Kammer, in der wir sind, ist sicher, solange der Sarkophag nicht geöffnet wird. Ich möchte euch bitten, ihn auf keinen Fall selbst zu öffnen. Ich spüre, wie das Böse davon ausgeht, und ich möchte, dass meine Brüder und ich hier in Sicherheit bleiben können. Oh, ich bete darum, dass mein Gott mir irgendwann meinen dummen Fehltritt vergibt und mir mein Augenlicht wiedergibt. Seid in den Tiefen vorsichtig und denkt daran, dass die Götter wahrscheinlich niemandem erlauben, das Artefakt längere Zeit für sich selbst zu behalten. Denkt daran. Auf gutes Gelingen. Ja, danke. Danke, das ist Sassan. Hier ist Sassan mit seinen Exilkollegen. Ich werde mich um den Sarkophag und auch um ihre Sachen, die sie haben, kümmern, wenn wir wieder herkommen. Ich will im Moment kein Risiko eingehen. Also werde ich weder den Sarkophag mit dem Leichnam öffnen, noch werde ich groß hier irgendwelche Kisten aufmachen, die die Leute da oben vielleicht für ihr Eigentum halten. In ihren kleinbürgerlichen Weltbildern, ne? So, da ist noch eine Falle. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Arschlochgebiet, sag ich mal. Weil es hier Fallen und Schattenscheusale gibt. Du läufst in die Falle rein, danach ziehst du Aggro von dem Schattenscheusal. Ungefähr so läuft's. So, ja, Hira ist gegen Lebenskraftentzug geschützt. Bracket macht Schaden auf Schattenscheusalen. Ja. Sollte easy peasy laufen, ja. Ja, da kommt schon der nächste Schatten. Wurde aber auch Zeit. Das ist alles. Ja, das ist alles, ja, Hira. Da mache ich mir jetzt auch weniger Sorgen um die Umarhügel, muss ich sagen, wenn ich das hier so erlebe. Ey, okay, es können ruhig mal mehr auf einmal kommen. Ja, endlich.
Edwin ist sehr unzufrieden. Einmal mit unserem guten Ruf, was ich überhaupt nicht verstehe. Und einmal mit seiner weiblichen Figur. Was ich, wie schon gesagt, auch nicht ganz verstehe. Er sollte das als Lehrerfahrung nehmen. Ein Todesaal. Ja, hallo. Auch nur 2000 Erfahrungspunkte. Ist aber deutlich gefährlicher in meiner Erinnerung nach als ein normaler Schatten. Oder ein Schattenschleuser. Gut, Schatten waren auch nur 420. Das passt ja ungefähr dann. Die Tür ist ein Ausgang, glaube ich, aus dem Betrachter-Dungeon. Und das war wieder mal so ein Schatten. Der hat sich echt im Schatten versteckt, der Schatten. Haha. Ja, auch ein Todesaal. Schon erledigt. Gleich mal einen kritischen Fehlschlag von meinem Hauptcharakter. Und ich glaube, deswegen geht die Tür auch nicht auf. So, jetzt ist aber ja alles gut, oder Jan? Keine Leute mehr? Keine Leute mehr. Die Tür kriegen wir nicht auf. Ne, die geht von innen auf, wenn es soweit ist. Hier könnte noch irgendwas liegen. Sieht aber ganz gut aus. So, dann gehen wir die Treppe herunter. Hier auf so einer Stufe gibt es zum Glück keine Fallen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr fies. Da müsste man nämlich genau aufpassen, wo man hinläuft dann. So, hier unten waren meiner Erinnerung nach Tiere, die gespawnt sind. Ich glaube, das werden wir auch einfach provozieren. Hallo. Ja, da sind sie doch. Dann geht ihr mal alle in die Ecke. Korgan bleibt hier. Korgan ist giftimmun. Das passt doch. Ja, Rest läuft erstmal weg. Und dann greift der Rest die andere große Spinne an. Wenn Korgan die mit einem Schlag tötet, dann kriegen meine anderen Leute das sicherlich auch hin. Ich glaube, ich hatte sehr oft Mods installiert, die dafür gesorgt haben, dass ich überall den härtesten Spawn bekomme. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich immer denke, dass hier stärkere Gegner kommen sollten. So, da könnte eine Falle dran sein. Wenn dann, hätte ich gedacht, so eine Feuerballfalle oder sowas. Was haben wir da drin? Tensors Umwandlung. Ein Zauber, der auf Papier total geil aussieht. Es aber dann am Ende nicht ist. Okay, nachdem wir das weggeräumt haben, geht's hier weiter. Hier können noch Schatten auftauchen, meiner Erinnerung nach. Die mähen wir einfach nieder, wenn es soweit ist. Hm? Jan, du darfst auf jeden Fall nach Fallen suchen. Ich glaube aber nicht, dass hier... Hallo. Was seid ihr denn? Ihr seid Mumien und Düsterschrecken. Vielleicht kann ich hier ja wieder so ein bisschen Teile und Herrsche machen. Volt gesund. Ja. Ihr seid sogar relativ viele Mumien. Komm, Vikonia. Tanz. Und übernimm sie. Ah, alle. Das war praktisch. Meine eigene Untotenarmee. Sehr schön. Schar steht für mich an oberster Stelle. Aber ich werde gerne bei euch bleiben. Dann gucken wir doch mal, dass wir diese Armee vielleicht sogar behalten. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Schon unterwegs. So. Habe ich selten gemacht. Solange Yahira, Vikonia hier ihr Priesterkram macht, sollte ich in Ordnung sein. So, hier hätte ich jetzt mitgerechnet, dass hier irgendwelche Fallen sind. Ach nee, ich glaube, ich muss erst irgendwie die Rätsel machen, die hier auf dieser Brücke auf mich warten. Und da liegt hier irgendwo eine Falle. Entweder hier oder hier. Und dann kann ich hier auch was looten. Ach so, Jan, Fallen suchen, genau. Nicht nur davon reden. Sollst sie auch finden. Sehr schön. Dann schick ich, wer ist schlau, Korgan. Ja, ja. Vor allem hast du viele Lebenspunkte. Der blöde Zwerg macht das schon. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Das Leben. Leben ist die Brücke, die im Tod enden muss. Doch die Pflicht kann es begrenzen. Ihr spracht von der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke. Nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch und durch ihn lauft ihr. Und doch lässt er euch hinter sich. Bei sowas denke ich immer zuerst an Schatten. Aber zeitlesig geht, glaube ich, auch. Zeit ist bei euch und ihr bewegt euch durch sie. Und immer bewegt sie sich vorwärts. Zeit verstreicht mit und ohne euch. Doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird.
sagt mir den schwersten Schritt auf der Brücke. Das ist der, den man gerade tut. Der jetzige Schritt kann euer erster und auch euer letzter sein. Die beiden anderen sind abstrakt. Diesen einen aber könnt ihr wählen und gestalten, auch wenn euch die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. Ihr habt den Weg gerufen und dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. Ach, ich darf mich also der Bewachung anschließen. Okay, das ist also hier... Ach, da drüben ist das. Das ist hier also ein Test dieses Ordens, der hier den Dimensionsmeister bewacht. Wir schauen jetzt erstmal hier rüber, was hier steht. Ja, zwei Betrachter, also zwei Gaufs und ein Betrachter. Das geht besser und schlimmer. Also Minimum Spawn sind, glaube ich, drei Gaufs und Maximum Spawn sind drei Betrachter. Wir haben eine Mischkalkulation, sag ich mal, bekommen. Und Jan steht außerhalb der Sichtweite, ja. Schön. Dann werde ich jetzt meine untoten Kreaturen da mal rüberschicken. Und hoffen, dass die da was tun, ne? Keiner sieht mich. Das Schicksal wartet. Schicke Viconia hier hoch. Die stellt sich hier nebenhin. Da ist Korgan noch dabei. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Und dann schicken wir euch darüber. Guck mal. Oh. Nee. Ja, das ist ohnehin eine Standard. Was? Ach, die kommen näher auch. Das ist natürlich blöd. Wer wird attackiert? Viconia wird tatsächlich attackiert von dem Drecksack. Damit habe ich ja nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Okay, Viconia nimmt Abstand. Korgan, nimm ein bisschen Abstand auch. Ich habe schon wegen weniger getötet. Aber ich glaube doch. Wir müssten die... meine Kreaturen müssten die tot kriegen, oder? Ja, da kann auch hier Viconia, die auch keinen Schaden genommen hat. Hä? Nee, Viconia hatte Magiewiderstand. Das ist genau da, wo ich mit dir hin will auch. Können doch meine Kreaturen hier einiges Gute tun. Oh, da kommt der nächste schwere Wundenverursacher Zauber. Das ist echt gefährlich. Ich darf da eigentlich nicht hingehen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass sie diesen Lebenspunkttrank trinkt. Dann geht sie von 65 Lebenspunkten... Ach nee, geht sie auf 83. Ja, das ist doch eine ordentliche Verbesserung. Ja, ich kriege natürlich hier jetzt einiges an XP nicht. Eine Vergeudung meiner Talente. Ja, komm, Edwin. Wir knallen da mal eine Schädelfalle rein. Und Jan schickt eine Todeswolke dahin. Edwin lauft direkt wieder weg. Jan lauft auch direkt weg, bevor du angegriffen wirst. Jetzt sind die ganzen Untoten feindlich. Das kann aber auch an Viconia liegen. Müssen wir mal gucken. Tötet sie einfach. Jetzt wäre es gut, wenn ich Zauberauge gelernt hätte. Ja, die Mumie macht bei dem Gauf keinen Schaden, ne? Aber Jan macht Schaden bei den Gaufs und bei den Betrachtern. Joa, das lassen wir mal so. Ich trinke auch mit ihr nochmal einen Heiltrank her. Ja. Oh, oh, da kommt er. Da kommt er. Aber der kann nur schwere Wunden verursachen. Nur, ja. Der kann nur schwere Wunden verursachen. Ist nicht so schlimm, ne? Wir werfen jetzt einfach mal mit beiden Leuten hier messmagische Meteoriten. Er ist fast tot, er sollte sterben. Ja. Super. Wenn ich weiter so leben muss, werde ich dafür sorgen, dass euer Leben wie das meine zur Hölle wird. Die Mumie töten wir mit Braket. Sehr schön. Der Betrachter, nein. Meine Entscheidung war es nicht. Ach Gott, Korgan. Ja, Raserei, komm. Lass auf dich schießen. Beherrschung. Ja, da habe ich richtig reagiert mit der Raserei. Das war genau notwendig. So, dann bleibt Korgan jetzt da stehen, ist das so? Und Braket versucht, den Betrachter zu töten? Oh, Todesstrahl, was ist denn hier ein Todesstrahl? Nein! Und deswegen sind Betrachter richtig scheiße. E3, geht mal nach da. Okay, Wirkung gebannt. Korgan. Ich warte. Edwin. Magische Geschosse.
Jan, magische Geschosse. Betrachter haben... Ihr seid so Kacknoobs. Betrachter haben keinen Magiewiderstand. Antimagischer Strahl. Das ist nicht so schlimm. Ja, er ist nämlich tot. Sehr gut. Ja, ich hab schon wegen oh mein Gott. Das war einer. Aber ich werde bei euch bleiben. Ein einziger. Ach du meine Güte. Vertrauen ist etwas für Narren. Ich werde eurer Stärke so, folgen. Was macht die Mumie da? Die greift irgendjemanden an, nicht? Aber wen und warum? Ach, greifen die einander an? In dem Fall Braket. Ach komm. Ja, und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hallo? Ich sag jetzt so lange nochmal, bis du ihn umgebracht hast. Sehr schön. Ja, das klingt okay. Ja, das war ein einzelner Betrachter. Das Schicksal wartet. Nicht unbedingt so angenehm. Nee, gar nicht angenehm eigentlich. Was haben wir da? Untote kontrollieren. Das ist ein Zauber, der klingt gut, aber ist nicht so super gut. Das mit den Untoten war schon mal ganz nett. War allerdings jetzt nicht erfolgreich. Schlussendlich, was ist das hier für ein komischer Weg gewesen, den du da gelaufen bist? Ja, Korgan hat eine Menge Lebenspunkte verloren. Ich muss mal gucken, ob ich noch Heilzauber habe. Ich meine, ich habe noch die Schriftrolle hier von Viconia. Die kann sie benutzen. Und hier ist echt keine Falle drauf, Jan. Okay. Sehr schön. Hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, da wäre eine Falle drauf. So, dann gucken wir nochmal hier. Ja, weil hier ist nämlich auch wieder Gesocks. Schatten, Schatten, Schattenscheusale. Ja, Schatten und Schattenscheusale. Was haben wir denn dann? Ich meine, klar, ich könnte wieder mit Viconia hingehen. Das ist wahrscheinlich sogar die korrekte Variante, nicht wahr? Ja. Keiner sieht mich mehr. Wenn's denn sein muss. Ja, Edwin, es muss. Es muss, es muss. Ich habe noch ein paar Monster zu beschwören. Ich habe noch einmal verbesserte Hast. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Interessant. AOE-Zauber habe ich ansonsten nicht mehr. Dann knallen wir doch mal einen Feuerball dahin und gucken, ob das was macht. Aber sicher, die Arbeit wird dich ablenken. Naunata. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ustan Zadost. Na dann, Viconia. Ah, Hilfe. Überzeugst du sie? Nee, du überzeugst sie nicht wirklich, nicht? Die sind ein bisschen zu wütend wahrscheinlich. Ich kümmere mich drum. Jan, komm auf unsere Seite. Kein Problem, ich bin bereit. Yahira, greif an. Hätte ich auch gemacht. Edwin, greif auch an. Oh, nein, 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 nein. Wir haben ein anderes Ziel. Was soll ich tun? Nicht meinen kleinen Schattenfreund. Anscheinend doch. Die Dienerin, wenn es von Nutzen ist. Na gut, er hat immer wieder Loyalität zu mir bekommen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt sind alle loyal. Aber das wird mich nicht stören. Nein, ich werde euch alle abmetzeln. Kein Problem. Ja, so ein Priester ist schon ganz angenehm. Ich meine, wenn Viconia jetzt ein guter Priester wäre, dann wären die alle tot. Ich stehe, wie ihr wünscht. Und zwar, sobald sie zum ersten Mal übernommen worden wären, wären sie anstelle dessen gestorben. Hier auf der Brücke, die da bald kommt, ist eine Versteinerungsfalle. Das weiß ich auch, weil ich da schon mal gestorben bin. Ja. Ist sogar eine sehr große, da kann man gar nicht drum rumlaufen. Aber okay, das müsste es jetzt gewesen sein. Sagt er ohne Überzeugung in der Stimme. Ich werde eurer Stärke folgen. Nee, das sollte es jetzt echt gewesen sein. Okay, dann gucken wir, dass wir mit den Wächtern hier reden. Wir sind ja schließlich zugelassen worden von der Brücke. Ja? Hallo? Was soll ich denn groß sagen? Soll ich das Wunder eurer Ankunft preisen? Soll ich die schier endlose Zeitspanne der Zeitalter beklagen? Sollen mir die Knie zittern, weil ich euer Antlitz schauen darf? Ich bin sicher, ihr würdet euch gleich viel bedeutender fühlen. Aber ich bin einfach nicht an euch interessiert. Ich denke, ihr werdet noch feststellen, dass unser Interesse nur sehr wenigen Dingen gilt. Ihr wünscht also eine ausführliche Erläuterung. Das ist wieder typisch. Ich sollte das wirklich einmal aufschreiben, damit ich es nicht wieder und wieder wiederholen muss. Naja,
Wir erhalten ohnehin nicht gerade häufig Besuch. Wir sind die Wächter. Wir hüten den Tempel, das ist sehr wichtig, denn alle paar hundert Jahre kommt jemand dahergelaufen, der ohne uns einfach hineingestolpert wäre. Wir haben vergessen, was wir bewachen. Wir haben vergessen, seit wie vielen Generationen wir hier sind. Und wir haben vergessen, wie es ist, ein Ziel zu haben. Es ist schon so lange her, dass wir den Namen des Gottes ausgesprochen haben, dass sein Name von fast allen vergessen wurde. Was für eine Loyalität sind wir schon einem Wesen schuldig, das uns zu solch einem Schicksal verdammt hat. Die Abmachung, die uns in diese Position gebracht hat, wurde buchstabengetreu eingehalten. Und daher ist es völlig unmöglich, dass wir den Fängen dieser Abmachung entkommen, unabhängig davon, wie sinnlos sie inzwischen geworden ist. Wir können niemanden anflehen, den wir nicht kennen. Wir haben schon seit mehreren Zeitaltern kein Zeichen mehr gesehen, und sein Name ist für uns verloren. Nein, wir empfinden für den Tempel nur noch Verachtung. Nehmt, was ihr wollt. Wir sind nur dem Namen nach noch Wächter. Es wäre wohl genauso gut, wenn wir hirnlose Skelette wären. Ja, das sind Diener, die hier sehr unglücklich mit ihrem unsterblichen, unendlichen Dasein sind. Innen drin befindet sich eine Manifestation ihres Hasses, die den Avatar des Gottes immer wieder umbringt. Genau, Hass ist hier. Lasst eurer Wut freien Lauf, nährt den Hass. Der Hass. Das ist so der erste, die erste Idee, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, ihn anzugreifen. Ganz meine Meinung. Ich muss ihn heilen und das müssen wir, glaube ich, mit Vikonias Schriftrolle machen, weil ich habe sonst nichts mehr. Stell ich mal Yahira daneben. Ja, lass dich mal hauen. Damit deine Kollegin Chance hat, den Hass zu heilen. Oh ja. Wer wandelt im Tempel meines Selbst? Gebt euch zu erkennen, bevor ihr der Sicht meines Selbst entgleitet. Ich bin ich. Der Tempel bin ich, wenn er auch nicht einmal für mich sicher ist. Das Biest tötet meine Form immer wieder. Ihr habt es nur vorübergehend erledigt. Es kommt wieder und wieder. Das Biest ist eine grausame Gottheit, denn es hat mehr Macht, als ich aufbieten kann. Die Legion meiner Anhänger nährt die Kreatur, und ich bin geschwächt und verblasse zusehends. Eine solche Macht hat das Biest. Ich weine für meine Kinder. Ihr Hass erhält diesen Ort gegen ihren Wunsch. Wenn sie gar nicht an mich gedacht hätten, wäre ich schon vergangen. Und bald danach würde es ihnen ebenso gehen. Ziemlich ironisch. Die Abmachung besagte, dass ich den Dimensionsreißer bis ans Ende der Zeit beschützen würde. Die Erschafferrassen waren sehr genau. Ich werde den Worten eine neue Interpretation verleihen, denn es ist auf jeden Fall das Ende meiner Zeit. Der Plan der Abmachung sah vor, dass der Dimensionsreißer nicht noch einmal verwendet werden sollte. Wenn es in der Tat das Ende der Zeit ist, dann sollte meine letzte Handlung dessen Zerstörung sein. Ich besitze jedoch nicht die Kraft dafür. Ja. In euren Gedanken sehe ich einen Weg, diesen Ort zu erlösen. Ihr sucht das große Wunderwerk für andere, doch schuldet ihr ihnen keine Treue, denn sie wollen euch töten. Es ist ganz einfach. Ihr werdet das Teil des großen Wunderwerks, das ich besitze, an euch nehmen. Dann werdet ihr es mit dem Teil vereinen, das sich bereits im Besitz der Kreatur befindet. Die komplette Route ist zweifellos in der Lage, das Untier zu zerstören. Ihr müsst sie gegen das Untier einsetzen und sie mir dann zurückbringen. Verwendet sie nur einmal, oder ihr seid des Todes. Sagt meinem Volk, dass ihr das Teil, das ich euch gab, mit euch führt, um es zu vernichten. Dass ihr den Auftrag habt, es zu vereinen, weil es nur als Ganzes und nicht in Teilen zerstört werden kann. Mein Volk muss wissen, dass ich plane, das Artefakt zu vernichten, wenn ihr zurückkehrt. Und es muss unbedingt wissen, dass mein Plan dafür sorgen soll, dass die lange Zeit ihrer Knechtschaft ein Ende finden wird. Einfach dadurch, dass die beiden Teile der Route vereint werden, wird ein kleines Stück Glauben für kurze Zeit wieder erwachen. Wenn die Teile während dieses Augenblicks in meiner Gegenwart sind, ist es mir möglich, das Artefakt zu zerstören. Die Energien meiner Anhänger sind auf diesen Ort gerichtet, nicht auf mich. Sollte ich versuchen, diesen Ort zu verlassen, werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach meine Form verlieren, nur um einige Jahre später wieder in dem Tempel zurückzukehren. Ihr müsst dies tun. Ihre Verachtung schließt den Kreislauf. Sie müssen einen Moment der Hoffnung erleben, der mir die Kraft gibt, sie zu befreien.
Nehmt es und pflanzt den Samen der Hoffnung in meinen Anhängern. Jetzt glauben sie euch vielleicht noch nicht. Aber wenn ihr wiederkommt, glüht vielleicht ein Funke. Guter Plan. Wisst ihr, das erinnert erstmal gucken wir, was du da oben drin hast. Ich glaube nämlich, hier oben sind ja geringe Schätze versteckt, ne? Eventuell ist hier sogar ein Heilzauber drin, ja genau. Für den Fall, dass man hier komplett unvorbereitet reinkommt natürlich, macht das ja auch Sinn. So, ich habe immer noch die magische Waffe in Gebrauch. Der Behälter ist leider voll, na gut, was entgeht uns? Ja, ja, das ist ohnehin ein schwarzer Opal, da komme ich drüber hinweg. Dann hauen wir besser ab, bevor der Avatar sich wieder auflöst und das Monster zurückkehrt. So viele Heilzauber habe ich nicht mehr. Habt ihr euren Aufenthalt genossen? Natürlich habt ihr nichts gefunden. Und natürlich werdet ihr mit leeren Händen gehen müssen. Das ist... Ihr habt das große Wunderwerk. Was macht ihr damit? Es kann nicht bewegt werden. Es wurde schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nicht bewegt. Ich glaube euch kein Wort. Hier hat sich schon seit mehreren Zeitaltern nichts geändert. Wenn ihr das große Wunderwerk habt, liegt das nur daran, dass unser Gott noch schwächer ist, als wir gedacht haben. Nichts verändert sich hier. Ihr werdet nicht zurückkehren. Wir werden nicht befreit werden. Es gibt nichts, an das wir noch glauben können, außer an die Stärke von Hass und Verachtung. Wir werden euch nicht mehr wiedersehen. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Ich denke schon, dass wir uns wiedersehen. Außer es spawnen jetzt neue Untote hier. Und ich komme unvorbereitet unter die Räder. Das ist echt das, worauf wir aufpassen müssen. Ich glaube auch fast, dass wir rasten sollten. Ja, ich muss nochmal mein Zauberbuch umstrukturieren und dann sollten wir uns aufs Ohr hauen. Bevor wir weitermachen. Ich will nämlich auf jeden Fall noch ein paar Zauber gegen Untote reinpacken in mein Zauberbuch. Oh, hallo. Ihr seid Yuan Ti. Wie gut sind wir denn mittlerweile? Korgan, ja, greif mal an. Das ist ein Yuan Ti Magier. Okay. Das ist natürlich ernst dann. Dann wollen wir einmal eine Bresche da drauf zaubern. Und Yan sollte... ja, größeres Unbehagen da reinzaubern. Dann würde ich auch mit Vikonia, mit Yahira rangehen. Und Braket darf auf den Yuan Ti Magier schießen. Ich meine, der ist geschützt durch geringere Zauber zurückwerfen. Wir werden sehen, ob die Bresche zurückfliegt. Es kann nämlich sein, dass die Bresche zurückfliegt durch den Zauber zurückwerfen Zauber. Muss man sehen. Werde ich herausfinden, ja. Na komm, Edwin. Aber... meine Leute scheinen hier... So, die Bresche ist nicht zurückgeflogen, würde ich sagen. Ja, Kampfschutzzauber gebannt. Das heißt, Braket sollte den jetzt niederschießen können. Ohne Probleme. Da kommt ein Chaos. Okay. Das hätte ich irgendwie vermeiden sollen, glaube ich. Da Chaos ist schlecht. Chaos ist ganz schlecht. Das kann schnell zum Tod führen. Was machen wir da am besten? Machen wir einmal Furchtbannen, keine Ahnung warum. Ja, Edwin hat's getroffen, okay. Edwin ist nicht so schlimm. Der wird nicht zaubern, aller Wahrscheinlichkeit nach. Jan Jansen, melde mich zum Dienst. So, Jan Jansen, hast du noch eine Verlangsamung? Nee, hast du nisch. Setzen wir mal Glitzerstaub da vorne ein. Ja, der Yuan Ti Magier wird doch unterbrochen, oder? Das war Zauberschutz entfernen. Okay, also geheimes Wort wahrscheinlich. So, jetzt nehmen wir Abstand von Edwin. Und das sollte es gewesen sein, ne? Das ging nochmal glimpflich aus. Edwin würde jetzt, könnte jetzt jemanden angreifen. Und den dadurch verletzen. Das wäre halt bei Korgan schlecht gewesen, weil Korgan mit seinen 7-Meilen-Stiefeln jeden erreicht hätte. Und auch ordentlich Schaden gemacht hätte. Also wenn Korgan sich unter dem Einfluss von Chaos zum Beispiel an Brakets Fersen geheftet hätte, hätte dieser Run vorbei sein können. Gut, Braket hätte einen Unsichtbarkeitstrank genommen. Das wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen.
Aber angenehm ist das trotzdem nicht. Wartet. Nee. Aber gut, wir haben es geschafft und wir sollten... Ja, ihr sollten wir rasten? Ich meine, theoretisch, ja, wir müssen rasten. Ich meine, ich hab noch Kriegerskelette zu beschwören. Und ich habe auch noch eine Hast für die Kriegerskelette und ich habe auch noch... was habe ich auch noch? Ja, ich habe halt noch einige Sachen, nicht? Aber ich sollte wahrscheinlich trotzdem rasten, weil mir Lebenspunkte fehlen. Seid ihr das? Ihr seid erfolgreich zurückgekehrt? Und weil ich kein Risiko eingehen will. Ich will Sonnenstrahl haben, wenn ich in das Untotendorf gehe, damit ich im Zweifel auch einen Leichnam töten kann. Ausgezeichnet, mein Fürst. Ganz wunderbar. Ich werde euch erzählen, wie wir die zweite Hälfte auftreiben können. Das blicklose Auge ist in einer großen Grube inmitten des kultischen Lagers. Ihr könnt nicht über die Treppe in die Grube. Die Diener des Betrachters würden euch erschlagen. Aber ihr müsst in diese Grube. Es gibt dort eine Nische, in der Betrachter seine Schätze aufbewahrt. Auch das Zepter. Es gibt einen sicheren Weg bis zu dieser Nische. Einer unserer Freunde ist immer noch beim Kult. Ihr müsst ihn finden und den Satz sagen, das Auge ist blind. Dann wird er wissen, wer ihr seid und kann euch helfen. Ihr findet ihn an der Grube der Ungläubigen. Beeilt euch, mein Fürst! Der Betrachter hypnotisiert und ermordet weiterhin die Unschuldigen. Die Götter seien gepriesen. Ich wünsche euch alles Gute, mein Fürst. Denkt daran, sprecht nicht mit Gaal. Falls er spürt, dass ihr die Hälfte des Zepters habt, wird der Plan scheitern. Sprecht nur mit Tad. Have you met Tad? Wir werden eine Nymphe beschwören. Aha, die habe ich nämlich noch. Und die löst wahrscheinlich meine gesamten Heilprobleme hier. Naja, zumindest zum Großteil. Korgan braucht immer noch ein bisschen Heilung. Aber die macht das schon, ne? Oh ja, viel besser. Sind doch alle fast voll. Oder alle sind voll. Aber bevor wir rasten, werde ich auf jeden Fall nochmal Genesung austesten. Das ist ja mein einziger Stufe 7 Zauber. Und jetzt gucken wir mal. Ja, der würde tatsächlich alle meine Leute volle Lebenspunkte heilen. Der ist also super mächtig. Und ich kann kaum drauf warten, bis du mehr Level hast, Vikonia. Ich habe jetzt schon mein Zauberbuch ein bisschen umgestellt, aber müssen wir wirklich rasten, weil Korgan hat ja Tagesstern. Also so fürchterlich super notwendig ist es nicht. Aber wir machen es mal. Soll ja keiner sagen, ich hätte nicht genug geschlafen und würde meine Leute müde in die Gegend oder in den Kampf schicken. Das will ich mir nicht sagen lassen müssen. So. Stein heute auf jeden Fall bei den Magiern. Die haben ja zwei davon. Und dann geht's weiter. Ich werde bei Yahira werde ich nochmal warten mit der Steinhaut. Was ich jetzt auf jeden Fall habe, ist Valios Helm. Ich habe ein extra Abbild nochmal, was ich vorher nicht hatte. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Rasten richtig ist. Denn mit Valios Helm kann ich ja den Tagesstern verdoppeln und dann habe ich zweimal Sonnenstrahl. Sonnenfeuer ist nicht ganz so gut wie Sonnenstrahl. Sonnenfeuer war mal richtig gut, bevor Patches für das Spiel kamen. Denn Sonnenfeuer war der Zauber, der Magieresistenz ignoriert hat. Das war wie damals mit den Stecken der Todeswolke, die früher die Magieresistenz von Gegnern ignoriert haben. Und deswegen waren die sehr stark beim Drachentöten. So ähnlich war auch Sonnenfeuer. Das hat auch die Magieresistenz der Gegner ignoriert. Was es eigentlich nicht hätte sollen. Aber das hat's halt einen richtig geilen Zauber gemacht. Da konnte man Drow mit töten. Kniet nieder und bereuet! Das Auge ist blind, mein Freund. Ihr, Sassar hat euch geschickt. Oh, den Göttern sei Dank. Ich bin erleichtert, dass er noch am Leben ist. Ich bin Tad. Was soll ich für euch tun? Ihr wollt das Versteck des Betrachters betreten? Nun, ihr müsst in die Grube der Ungläubigen hinabsteigen. Darunter befindet sich ein geheimer Weg zu der kleinen Höhle im Versteck. Ich weiß nicht genau, wo der Gang ist. Nehmt euch vor den Kreaturen in Acht, die die Körper der Ungläubigen fressen, die dort hinuntergeworfen werden. Viel Glück. Ja, danke schön. Ist richtig cool. Wir haben ja einen Kult, der eine Menge Abfall produziert, also gibt es dafür Wert dafür. Und zwar eine ganze Kolonie von Untoten. Das macht richtig Sinn. Und das alles nur wegen dem einen Betrachter. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich hätte lernen sollen. Wie heißt das? Heiligtum hätte ich lernen sollen, ne?
Heiligtum, weil ich werde zu Mykonia vorgehen und unsichtbar sein und dabei die Untoten vertreiben. Das hätte ich auch mit Heiligtum haben können und jetzt habe ich die Untoten alle auf meiner Seite. Das ist ja schon mal geil. Sprecht aber gerne. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit euch? Na? Wahrscheinlich werde ich Brackets Kill Count erhöhen. Ist schon geschehen. Das macht für mich am meisten Sinn. Ihr wehrt euch ja auch nicht. Und das bringt XP. Ustan Zardos. Dagegen bin ich allergisch. Was hat der eine hier? Unsichtbarer Pirscher. Das ist natürlich ganz gut. Ich glaube, Brackett macht nur ganz wenig Schaden. Deswegen dauert das hier so ewig. Aber jetzt habe ich sie wenigstens so weit, dass sie sich alle gegenseitig angreifen. So, damit macht Brackett auch fast keinen Schaden, ne? Das sind ja harte Gegner, diese Mumien. Deswegen mag ich auch Kleriker auf der hellen Seite der Macht mehr. Die wären schon fertig mit diesen Gegnern. Ja, die werden explodiert. Ich warte auf euren Befehl. So, geht's jetzt hier weiter? Ja, da ist er doch wieder, Freund Mumie. Dann läuft er wieder ein Stück weg und dann können wir ihn wieder hauen. Und dann will er wieder angreifen und dann soll ich wieder laufen ein Stück weg. Ja, das ist super. Ihr hättet euch das halt mal vorher überlegen sollen, bevor ihr untot geworden seid. Ja, nun gut, wenn ihr was hast du gehabt? Eine Regenbogen-Obsidian-Halskette. Ein cooler Name, aber glaube ich nicht besonders wertvoll. Hier eine Goldmünze, okay. Mykonia ist ja noch unsichtbar. Ach, da ist auch hier aber dennoch muss ich in dieser der Zombie. Ich bin da schon erledigt. Nee, Mykonia ist nicht mehr unsichtbar. Ah, du bist ja Hira. Wie gesagt... Vertrauen ist etwas. Ich schäme mich für mein rücksichtsloses Verhalten, dass ich euch nicht auseinanderhalte. So, da oben. Okay, der Zombie ist immun gegen meine Bezirze. Ah, nee, so nicht. Haha, komm her. Ich stehe euch zu dir. Ich werde eurer Stärke folgen. Wir regeln das. Oh, der arme. Der arme Zombie. Brackett. Komm her. Gute Idee, das mir zu übertragen. Schießübungen. Die Düsterschrecken solltest du ja ganz schnell abballern können. Beim Rest gucken wir mal, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Unterstützung hinzuziehen. Da sind halt schon die unendlichen Köche sind schon praktisch. Ansonsten würde ich ja hier unglaublich viele Pfeile verschwenden. Korgan, du machst immerhin 8 Schadenspunkte an so einer Mumie, das ist doch respektabel. Kaum der Rede wert. Naja, respektabel, sag ich nicht, kaum der Rede wert. Hier unten gibt's auch für Korgan dann endlich die Geschicklichkeitsarmschienen, was auch Vorteile hat für Mykonia. Denn da kann Mykonia endlich die Ogerkrafthandschuhe haben. Das wird dann so kommen, ja. Ja, Mykonia, es ist für dich sind wir auch hier. Ich hoffe, das bringt was. Dann kann Mykonia vielleicht die roten Drachenschuppen anziehen. Meine Entscheidung war es nicht. Ist halt die Frage, ob das wirklich was bringt, mit ihr die roten Drachenschuppen anzuziehen, weil sie ja schon einen Haufen Magiewiderstand hat. Hoffentlich finden wir eine Menge Gold und Edelsteine. Aber es ist auf jeden Fall besser als das, was sie jetzt hat. Also ziehen wir es wahrscheinlich an. Ich habe bald keine Lust mehr, meine Zeit mit Dummköpfen zu verbringen. Trank der Einsicht, das ist doch praktisch. Wenn's denn sein muss. Das kann Edwin irgendwann mal gebrauchen, wenn wir Wunsch machen sollten. Volt gesund. Gehen wir erstmal weiter. Langsam. Es müsste nur eine Gruppe kommen. Und ich glaube, wenn jetzt hier wieder die gleichen Gegner sind, dann... Na? Dann? Ja. Natürlich sind es die gleichen Gegner, es sind immer die gleichen Gegner. Ich kümmere mich drum. Oh, ich habe diesmal nicht alle bekommen, okay. Schar steht für mich an oberster Stelle.
aber ich werde bei euch bleiben. Ich weiß jetzt nicht. Wenn ich hier meine Schläge mit den Düsterschrecken. Ah, der Düsterschreck ist schon dem Tode nah. Also die leben nicht lange. Ihr macht mal nichts mehr. Oh oh. Na gut. Ich bin bereit. Ich kann auch tatsächlich mal eine verbesserte Hast benutzen, oder? Ich habe die so oft gelernt. Das war Edwin. Ja, jetzt geht Bracke doch gleich ab. Sowas von. Da wissen die Mumien gar nicht, wie ihnen er geht. Komm, Bracke. Was soll ich tun? Sollst du sie umbringen? Ich hab schließlich hier gerade was in dich investiert. Deine Zeit ist. Oh, bleib doch mal stehen! Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Wenn die fast dem Tode nahe. Also. Wenn die dem Tode nahe sind und es dauert trotzdem noch eine halbe Ewigkeit. Das ist doch mal ein Zeichen. So. Das ist jetzt der Weg Richtung Betrachterhöhle. Schöne Zauber, die wir hier bekommen. Ich werde hier geht's zum Bürgermeister der Untoten. So, da sollten wir vielleicht. Ja, ich habe ich irgendwie. Ach klar, ich habe ich Sachen aufheben lassen, deswegen bist du nicht mehr unsichtbar. Das ist natürlich ärgerlich. Aber jetzt will ich hier mal Schutz vor Bösen machen, auf jeden Fall. Das hält ja lange und kann man gut gebrauchen. Furchtschutz ist auch immer sinnvoll, falls da irgendwie Symbol Furcht rumfliegt oder sowas. Kann bei Untoten ja immer mal sein. Dann würde ich wahrscheinlich auch Todesschutz jemandem geben. Auf jeden Fall Bracket. Ja, Bracket kann Todesschutz haben. Was kann Yahira? Yahira kann eigentlich so gut wie nichts, ne? Ich habe irgendwie nichts beigebracht, was Buffs sind. Aber mir ist auch aufgefallen, oder fällt auch immer wieder auf, wie stiefmütterlich Druidenzauber, also Druiden behandelt werden. Die hat ja auch kaum was. Also das ist echt schlimm. Noch ein Todesschutz? Nee, ich glaube, ich heb mir den Rest auf. Ich habe jetzt hier mit ihr einmal. Nee. Wir geben ihr selbst einen Todesschutz. Hm? Das machen wir mal. Der Sieg wird unser sein. Muss jetzt überlegen. Ja, wir versuchen es einfach mal so. Wir gehen einfach mal rein, gucken, was passiert. Bracket hat noch verbesserte Hast. Der kann jetzt erstmal den Ghoulfürsten hier umschießen. Warum mischt ihr euch unter uns? Ich bitte euch zu gehen. Der Duft von Essen macht uns wild. Ich werde euch alle töten. Der große Ernährer ist hinter der Brücke. Er ist. Wir gehen zu ihm, um ihm zu dienen und ihn zu waschen. Ah, ist ja toll. Seid echt, ihr lebt in Symbiose mit dem hier. Dieser Duft ist zu viel. Ich kann es nicht mehr aushalten. Und da greift er uns an. Aber das Maschinengewehr ist schneller. Ne, warte mal, das ist ja der Bürgermeister hier. Wen habe ich denn dann da angegriffen? Ja, aber auch da keine Chance. Wir warten jetzt hier mal am Eingang. Und schießen die Leute Stück für Stück über den Haufen. So ist gut. Okay. Soweit, so gut. Hier oben auf dem Bereich, da erwarte ich eventuell einen Leichnam. Weswegen wir sehr vorsichtig vorgehen sollten. Okay, er schießt den Ghoulfürsten. Das kriegst du hin. Ja, die arme Sau. Hat doch gar keine Chance. Ey. Bracket, du bist noch nicht gut genug, ne? Das Problem ist auch, der Gegenstand, den ich haben will, der ist auch da oben. Also wir müssen auf jeden Fall da oben hin. Und da werde ich mal Koggan mit Raserei hinschicken. Ja, Koggan mit Raserei hält erstmal was aus auch. Der kann erstmal jedes Symbol fressen, das ist erstmal kein Problem. Da ist kein Leichnam. Da ist kein Leichnam. Oh Gott, das ist kein Leichnam hier. Na komm. Dann hat Koggan euch doch fast alle umgebracht. Zwar auch unter
Einsatz von allem hier. Renn mal zurück, bitte. Racket, schieß das Kriegerskelett über den Haufen. Yahira, komm nach vorne. Mach, das hier. Vikonia, fang an, Korgan zu heilen, sobald er in Reichweite ist. Racket macht gut Schaden bei dem Kriegerskelett. Yahira ist geschützt. Die könnte den Knochengolem töten. Die höhere Mumie... Da bin ich mir gar nicht sicher, wie wir die höhere Mumie am besten töten. Ach, wir werden schon einen Weg finden, ne? Jetzt, wo ich weiß, dass da kein Leichnam ist, bin ich ja entspannt ohne Ende. Hey, aber nicht so entspannt. Korgan! Knochengolem! Arcade Kriegersklett. Wie geht's meiner Besten? Ich glaube, wir kommen mal mit Yahira da ran. Mit Vikonia meine ich, entschuldige. Ah ja, du hast ja noch Melfs Meteoriten. Das machen wir bei dir auch mal, Edwin. Dann kannst du nämlich auch mal mit Meteoriten da drauf werfen. Das ist, glaube ich, ein guter Einsatz deiner Talente, weil diese Knochengolems sind harte Säcke. So, jetzt ist die Frage, kann ich der Mumie Schaden machen mit Market? Der Knochengolem ist schon tot. Ja, dann brauche ich auch mit Vikonia jetzt nicht groß hier noch... da brauche ich mindestens plus 3 Waffen für, wenn ich das sehe. Brauche ich auch mit Vikonia keine koordinierte Verteidigung mehr machen. Ja, da ist er doch tot. So, Jan. Beziehungsweise Vikonia, geh mal da hoch. Du hast ja noch... einen Sonnenstrahl, ja? Ich warte, wie ihr wollt. Das wäre jetzt nämlich so meine Versicherung gewesen. Falls der Leichnam noch gekommen wäre, hätte sie ihn jetzt vielleicht mit dem Sonnenstrahl noch umbringen können. Ansonsten wäre das wohl wieder Korgan zugefallen, das zu tun. So, Jan, du suchst nach Fallen. Okay, da hat Korgan auf den Sack gekriegt, weil seine Raserei abgelaufen ist. Der hat auch gut Schaden bekommen da. Das war ziemlich unvorsichtig. Einen kleinen Heilzauber noch auf Braket und dann holen wir uns Schreckszauber. Dafür sind wir alle hier. Ne, wir holen uns natürlich hier diese Handschuhe. Edwin. Nee, du weißt auch nicht, was das ist. Das ist enttäuschend, Edwin. Na gut, das sind die Geschicklichkeitshandschuhe. Setzen die Geschicklichkeit auf 18. Gut, Korgan verliert dadurch natürlich jetzt die Stärke. Aber er gewinnt Rüstungsklasse und ich muss diese Tränke hier nie wieder nehmen. Die kann ich jetzt meinen Magiern geben. Da ich ja Tränke auch so häufig benutze, ne? Passt der da rein? Nee. Sehr schade. Dann bekommt jetzt Vikonia die Handschuhe. Damit darf sie sich dann von dem Ankenk-Panzer trennen. Was habe ich denn hier? Ich habe hier einen Plattenpanzer plus 1. Den habe ich vergessen zu verkaufen, muss ich zugeben. Korgan hat hier die Drachenrüstung, das geben wir weiter an dich, weil das ist meine beste Rüstung im Moment. Und ja, jetzt habe ich eine rote Dunkelelfin da rumstehen. Das ist doch schon mal was. Damit können wir doch arbeiten. Okay. Ansonsten hast du auch keinen Gürtel und Korgan hortet einen Gürtel. Ja, dann geben wir dir doch den Gürtel. Falls du mal geschlagen wirst mit Wuchtwaffen, bist du ein bisschen besser in der Verteidigung dagegen. Ja. Und dann hauen wir hier ab, ne? Ich muss noch hier am Eingang ein bisschen looten. Das habe ich vernachlässigt. Da liegt noch irgendwo eine Plus-4-Rüstung rum, glaube ich. Also es ist so ein Lederpanzer. Ich werde eurer Stärke folgen. Der vielleicht für Braket interessant sein kann. Ja, komm, nehmen wir den Goldring mit. Einen Platz hast du noch, hä? Für Identifizieren. Habe ich doch immer Platz im Inventar. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. So, hier sind Pfeile und Gewitterbolzen. Das ist doch super. Und ja, da ist diese Haut des Ghouls. Gesund. Macht einen nicht besonders beliebt. Ist auch nicht so ganz so toll. Aber jetzt kommt ja hier eigentlich die Hauptattraktion. Und dafür, wofür wir alle hier eingeschaltet haben. Der Kampf gegen Betrachter. Oh mein Gott. Der Kampf gegen Betrachter. Vertrauen ist etwas für Narren. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln.
So, da sind wir. Da sind wir. Alles ist gut. Ich bin am Leben. 100% Konzentration ab sofort. Und ich glaube, das heißt erstmal... Erstmal heißt das gar nichts. Sehr schön. Ah ja. Okay. Das heißt, erstmal beschwören wir auf jeden Fall... ja, hier die Haut des Ghouls. Wir beschwören auf jeden Fall erstmal Kreaturen. Und da habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich warte auf die Kriegerskelette von Viconia. Und das tue ich auch, ja. Die sollten... Oder mein Plan ist, dass die uns hier durch diesen Dungeon führen. Ja, dass die Betrachter für mich töten. Die haben relativ gute Werte. Die haben relativ gute physische Resistenzen. Die haben irgendwie 90% Magiewiderstand, glaube ich. Und ich werde versuchen, mit denen die alle umzubringen. So ist das, ja. Solange hier kein älteres Todesauge oder sowas Beklopptes drin sich aufhält, was Todeszauber zaubern kann, sollten die auch ganz sicher am Leben bleiben. So, da haben wir schon die ersten, oder den ersten, es ist nur einer. Gute Güte, wenn ich jetzt ein Dieb wäre, würde ich feststellen, dass hinterhältige Angriffe gegen euch nicht funktionieren, ja. Ich kann mich noch dran erinnern, das habe ich nämlich schon mal versucht. So, ja. Wir haben noch ein Zauberauge. Ne? Das habe ich auch hier zweimal sogar gelernt, okay? Anscheinend habe ich keine Ahnung, was ich tue. Beschwören wir nochmal das Zauberauge. Und dann würde ich sagen, hasten wir meine Kreaturen hier. Ich habe auch Schutz vor Verscheinerung gelernt. Weil, kann sein, ne? Dass die das machen. Das Zauberauge verschafft mir Sichtweite für meine Armee. Und jetzt sollte ich hier mit Hast und all dem, sollte ich hier diesen Gaut einfach töten können, ne? Zauberauge ist unsichtbar. Und das sieht doch nach wenig Risiko aus, ne? Ja, sieht's auch, ne? Irgendwo in der Mitte hier sind noch so ein paar Narren. So Priester. Da kann Edwin dann ganz gut drauf losgeschickt werden. Wieder ein paar Gauts. Und was haben wir da? Ein Betrachter. Ja, tötet sie. Okay, was ist passiert? Todeszauber. Okay, normale Betrachter können Todeszauber. Ja. Yeah. So viel zu diesem ersten Plan, ne? Ich werde eurer Stärke Jetzt kann folgen. Es sein, dass die bald bei mir ankommen gleich, nicht? Das kann sein. Wir machen also besser weiter mit dem Beschwören. Wir beschwören meine nächsten zwei Kriegerskelette. Meine letzten zwei Kriegerskelette, ne? Ich würde sagen, Yahira beschwört ein Feuerelementar. Nur für den Fall, dass sie hier gleich um die Ecke kommen. Dass ich etwas habe, mit dem ich mich denen entgegenwerfen kann. Okay. Fühle ich mich schon mal besser jetzt. Jan, beschwör mal ein neues Zauberauge. Und Yahira, beschwör einen weiteren Feuerelementar. Ja, wir machen das. Wir ziehen das mal so durch. Gucken wir mal, was passiert. Das war jetzt... Lief ja ganz gut, nicht? Der erste Gaut, das war schön. Danach ging's eher bergab. Wo ist das Zauberauge, Jan? Los. Spuckt's schon aus. Ja, ja, das ist ohnehin Jan? Eine Standard. Hallo? Okay, ich kann nur ein Zauberauge gleichzeitig aktiv haben. Also der scheint nicht zu wissen, dass mein Zauberauge tot ist. Okay. Freunde, liebe Liebende, ich schicke euch mal da runter. Ja, du bist ja total. Du passt zu meiner Gruppe Feuerelementar. Und dann bewegen wir uns auf die Gegner drauf zu. Jetzt hat die Hast aufgehört zu wirken, ne? Naja, gut. So ist das. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. So, der Gaut macht ein paar Schadenspunkte. Das ist nicht weiter schlimm. Ich meine, Korgan ist am besten ausgerüstet im Moment. Der hat diesen Gürtel der Trägheitssperre. Der macht 50% magischen Widerstand, also gegen magischen Schaden. Ich werde Korgan
hasten und mit darunter schicken. Ich brauche Augen. Ich brauche auch Jan eigentlich im Schatten versteckt. Nicht einfach vorlaufen, Jan, nur weil ich dir das befehle. Ja, ja. Der blöde Zwerg macht das schon. So, wie geht's euch da unten? Die Gauts, die kriegen doch auf den Sack. Das sehe ich doch schon. Gut? Sehr gut. Kriegersklette und Feuerelementare sind unverletzt. Das kann man doch so lassen. So, Jan ist unsichtbar. Mit Jan scouten wir hier oben ein bisschen rum. Muss jetzt nur aufpassen, dass Korgan wurde wohl schon angezaubert, ne? Ja, Blitzstrahl Korgan. Ah, das hätte da echt was. Ja, die wollen natürlich jetzt auch Korgan haben. Die wissen anscheinend, dass er verwundbarer ist. So, der eine Gaut haut schon ab. Sofort eure Hochwohlgeborenheit. So, da haben wir die Priester, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die werden von Edwin jetzt weggemacht. Ja, wir machen das alles parallel. Wenn ich weiter so leben muss, werde ich dafür sorgen, dass euer Leben. So, ein Gaut ist tot. Zur Hölle wird. Sehr schön. So, dann stellst du dich jetzt dahin, wo Jan steht, in gewisser Weise, ne? Dann wird Jan da unten so ein größeres Unbehagen reinzaubern. Lass mich in Frieden. Und du folgst dann, ne? Das Unbehagen fliegt. Das Unbehagen senkt die Rettungswürfe. Was ist denn Schädelfalle. Jetzt, wenn's denn sein muss? Abstand. Ja, da sind doch einige Leute gestorben. Genau das, was ich will. So, jetzt gucken wir nochmal mit Korgan. Korgan, hallo? Ich hab schon wegen weniger ihr zwei, getötet. Lauft bitte noch hinter meine anderen Leute her. Ja. Meine Entscheidung war es nicht. Da ist der Betrachter. Das darf ruhig so weitergehen. Ich glaube, der ist versteinert hier. Nee, vielleicht auch nicht. Okay, Korgan, lauf weg. Vielleicht sollte ich Korgan unsichtbar machen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. So, der blinde Priester. Ich gehe hier kein Risiko ein. Braket, verbesserte Hast. Braket, schieß über den Haufen. Korgan, lauf. Weiß ich gar nicht, was Korgan machen soll. Die machen jetzt auf jeden Fall da hinten böse Sachen, ne? Haben auch Magiebannen versucht. Oder sogar erfolgreich durchgeführt. Wenn ich mir das so angucke. Vielleicht sollte da ein Feuerball reinfliegen. Ja, nur um auf Nummer sicher zu gehen, nicht? Der Priester hat wohl ganz gut die erste Schädelfalle überlebt. Das werden wir rückgängig machen. Sehr schön. Ist der Betrachter da unten mittlerweile verstorben? Korgan, guck mal. Ja, der Betrachter ist tot. Der Feuerelementar scheint entweder gelähmt zu sein oder versteinert oder sowas. Und da ist auch mein Zauberauge. Das schwebt da so halbwegs in der Luft. Ihr geht bitte da rein. Korgan, mach dich mal verbessert unsichtbar. Dann kann ich auch mit dir ein bisschen scouten gehen. Das finde ich nämlich wertvoll. Uiuiui. Ich weiß nicht mehr so genau. Also ich meine, ich weiß schon ungefähr, wo hier die Musik spielt. Aber wer, wie, wo wie viele Leute drin sind und so. Ja, da ist ein Betrachter drin, okay. Ihr da, auf diesen Betrachter. Gut. Korgan, die können wahrscheinlich Todeszauber. Dann würde ich euch beide erstmal hier lassen. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Und dich hätte ich gerne wieder. Was war... Ich hab schon wegen weniger getötet. Ja, Lähmung aufheben, ne? Meine Entscheidung. Probieren wir das mal. So, der macht. Macht der Todeszauber? Ja, der kann jetzt anscheinend wieder. Oh. Ja, meiner. Nee, da kann anscheinend kein Todeszauber, der Betrachter. Sehr gut. Hoffentlich finden wir eine Menge. Dann rein mit euch. Geht sie alle holen. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Korgan guckt in der Zwischenzeit weiter. Das ist der eine Ausgang. Irgendein Zauber ist ausgelaufen. Ich glaube, Schutz vor Bösen.
So und so viel Meter Radius ist ausgelaufen. Der Betrachter unten ist hinüber. Hier oben ist der nächste. Ja, ihr müsst, Korgan muss da unten hinlaufen. Korgan ist der schnellste. Vor allem der schnellste, den ich halbwegs entbehren möchte. Komm, ihr geht auch mal da runter. Ihr geht alle hier runter. Korgan nimmt seine Armee. Und dann werde ich das gleiche Spiel wie eben machen. Ich werde euch alle da hochschicken. Aber einen von euch werde ich auch da reinschicken. So, Korgan darf jetzt hier looten. Geheimes Wort und zwei wertlose Edelsteine. Sehr schön, aber keine Falle. Das ist doch schon mal gut. So, dann ist meine Gruppe hier unten zusammen. Wie ihr wünscht. Ich glaube, Furchtschutz ist ausgelaufen eben. Das war's, ja. Was sagt denn die Karte eigentlich? Die Karte sagt, da ist noch ein dunkler Fleck und hier unten, da ist auf jeden Fall der Dimensionsreißer. Das heißt, das ist was fürs Ende. Ja, das ist was für ganz am Ende. Es könnte hier oben könnte noch was sein. Ja, das klingt okay. Hier in dem Zwischengang irgendwo, hä? Vikonia, ich schätze, da fließt wohl Drau-Blut in euren Adern. Sprich nicht mit solchen, die über dir stehen, Oberweltsklave. Mein Bruder, Elgar Butterfass, hatte eine Haut so schwarz wie Holzkohle. Nun, rein technisch gesehen war es Holzkohle. Er starb in einem hässlichen Feuer, müsst ihr wissen. Ihr liebt den Klang eurer eigenen Stimme, nicht wahr, Gnom? Meiner eigenen Stimme? Herzlose Hexe. Wisst ihr es denn nicht? Ich bin taub. Ich habe den Klang meiner Stimme noch nie gehört. Ich lese von den Lippen. Immer nur von den Lippen. Taub? Wirklich? Im Unterreich werden die Tauben getötet oder bei Experimenten verwendet, bei denen wir versuchen, die Schmerzgrenze auszuloten. Davon habe ich schon gehört. Tatsächlich erinnert mich das an jene Zeit, als ein Avatar von Lold mich mal gefressen hat. Tagelang saß ich zusammen mit diesem armseligen Drau namens Biffelchump in ihrem Magen fest. Natürlich war ich gezwungen, ihn zu fressen. Eine Frage des Überlebens, ihr versteht? Nichts Persönliches. Er schmeckte ein wenig nach München. Brakett, wie kommt es, dass ihr mit solch einem lächerlichen Aufschneider reist? Ja, wenn man es genau nimmt, geht alles auf jene Zeit zurück, als Jans Vetter, Pluti Paladin-Pfeifer, einen unangenehmen Fleischgolem-Fresswettbewerb. Ja, Pluti hat eine spezielle Methode, Golems anzulocken. Brillant, wirklich. Zunächst stellt man ein Schälchen mit Milch hin. Golems fliegen auf Milch. Ich weigere mich, das anzuhören. Ach, Vikonia. Das war ein richtig toller Dialog. Hatte ich noch nie gehört, glaube ich. So, du bist hier... Betrachter. Es geht ab. Ja, es geht ab. Schaut auf das Kampflog. Keine Ahnung, warum der eine Betrachter alle meine ganzen Träume zunichte machen durfte. Aber wir werden jetzt Rache nehmen. Ja, gegen Kriegerskelette scheinen die gar nichts zu machen dann auch, nicht? Oh, da geht er dahin. Das ist prima. Das nehmen wir nicht mehr mit. Schutzformel gegen Säure. Ein seltener Zauber. Und Verletzungspfeile. Ich glaube aber auch, dass... Ja, ich versuche mal so viel zu looten, wie geht. Ich glaube fast, das ist es jetzt, ne? Wir müssen jetzt nur noch da unten rein. Da unten ist eventuell noch ein Betrachter. Und dann gibt's hier doch noch irgendwo ein Amulett, das gut ist gegen Magie, oder? Ist das vielleicht hier ganz am Eingang? Korgan, wie viel Platz hast du noch? Einen Platz hast du noch. Und ich kann jederzeit Tränke in die Tranktasche tun. Ja, da ist nichts drin, okay. Die Priester hier, die haben, glaube ich, immer nichts. Also die sind typisch Kultanhänger.
Ja, straf mich einer Lügen, ne? Die Priester haben immer nichts. Außer einen Prunkharnisch, den ich total gerne habe. Das tun wir da hin. Dann habe ich noch einen Platz, was aufzuheben. Ich hab schon wegen weniger getötet. Also gab es da doch einen Priester, der ein bisschen was hatte. Schön. Das könnte eventuell Korgans Rüstung werden, wenn wir einen Schutzumhang plus 2 bekommen und so Sachen. Achso, stopp. Wir sind weit gekommen, ne? Wir sind sehr weit gekommen. Wir werden das jetzt nicht verspielen, nur weil ich jetzt alle meine Summons verliere. Gucken wir erstmal hier rein. Wer ist hier drin? Ist hier überhaupt jemand drin? Ein Gauf! Och Gott, wie süß. Ja, viel Spaß. Das erinnert mich an damals. Damals, als ich... Vertrauen ist etwas für Narren. Also ganz so habe ich das mir nicht vorgestellt hier drin. Das läuft ja doch ziemlich gut. So, Furchtschutz. Ich bin bereit. Ja, du bist bereit, aber du hast nichts, oder? So, dann gehen wir jetzt hier herein, schicken meine beschworenen Kreaturen, zumindest die Kriegerskelette raus. Ja, ich halte die anderen halt mal im Hintergrund und in Reserve. Ja, ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Und dann gucken wir mal, dass wir den Dimensionsreiser zusammenbauen. Die beiden Teile des Zepters verschmelzen miteinander. Es vibriert geradezu vor unbändiger Energie und appelliert an eure niederen Instinkte. Gier, Hass, Lust und Gewaltbereitschaft spülen sich an die Oberfläche eures Verstandes. Ihr versteht jetzt nur zu gut, warum der Dimensionsreißer versteckt wurde. Er wird wie ein Zauberstab benutzt und hat nur eine einzige Ladung. Ihr solltet ihn sofort in euren Gürtel stecken, von wo aus ihn ihr schnell benutzen könnt. Ja, das ist doch was für den Hauptcharakter, oder? Ja, ist es. Was gibt's? Korgan, du machst jetzt das. Lasst mich in Frieden. Edwin, du machst verwässerte Hast auf Korgan. Aber jetzt kommt der Gedankenschinder natürlich um die Ecke gelaufen, ne? Meine Entscheidung war es nicht. Und wir sollten alle dabei sein. Volt gesund. Ich mache, was ihr wollt. Der Gedankenschinder, habe ich gesagt, nicht wahr? Wir eine Menge Gold und Edelsteine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Kein Problem. Der Betrachter. Der Betrachter sollte jetzt nämlich hier auf meinem... Ja, genau. Das habe ich ja gut geplant, ne? Jetzt sind wir alle irgendwie im Einzugsgebiet. Angriff. Aber gerne. Braket, Dimensionsreißer. Ustan Zardost. Schor steht für mich an oberster Stelle. Angriff. Aber ich werde bei euch Edwin. Fürs Erste. Hier. Kettenzauber. Der verdammte Bastard ist immun. Okay, Schutz vor Energie. Braket, hast du deinen Dimensionsreißer schon benutzt? Da kam er. Er ist tot. Alles wird gut. Ich stehe euch zu Diensten. Das hatte ich jetzt... Also, das war angenehm, muss ich sagen. Das war echt angenehm hier. Ich hab schon wegen weniger getötet. Und da ist auch das Amulett, das Vertrauen ich suchte. Ist etwas für Narren. Sehr schön. So, dann können wir jetzt eigentlich hier abhauen, ne? Oh mein Gott, wir dürfen gehen. Wir dürfen gehen. Wir haben den Betrachter getötet. Wir ihr haben alle Betrachter getötet. Alle sammeln, bevor fünf ihr das oder so, die Gebiet hier drin verlassen waren. Könnt. Nach dem Todeszauber habe ich schon gedacht, wir müssten da auch selbst unsere Hände dreckig machen. War zum Glück im Nachhinein nicht so. Das Schicksal wartet. So, dann bleibt jetzt nur eins zu tun, ne? Wir müssen Gal und seine Schergen töten. Das ist doch die Belohnung nach dieser langen Quest. Hier unten sammeln wir uns. Edwin darf mal den Zauberauslöser erneuern. Das ist doch was Sinnvolles. Das darf ich nicht vergessen. So, was habe ich hier gelernt? Ich habe auch zweimal Netz gelernt, weil ich gedacht habe, vielleicht netze ich die Betrachter. War am Ende überhaupt gar nicht notwendig, ne? Eine Vergeudung meiner Talente. So, Jan, mein guter Mann. Du kannst auch nochmal verbesserte Hast.
gibt das Bracket. Auch meine Geduld kennt Grenzen. Edwin gibt seins Korgan. Und dann... Ja, ich habe sogar viel gelernt. Ich hätte auch noch hier mit Immunität gegen Zauber, Nekromantie, hätte ich vielleicht ein bisschen tanken können. Aber irgendwie... war das ja alles nicht notwendig. Nee. Jetzt machen wir uns hier rüber. Und sehen zu, dass wir Gal und Konsorten töten. Das blicklose Auge wurde getötet! Doch es ist noch nicht alles verloren! Lasst uns Rache nehmen und seine Visionen verwirklichen. Kommt zurück, ihr Narren! Ihr habt euch gegen das Universum selbst versündigt. Wir werden euch vernichten. Ja, stell dich hinten an, mein guter Mann. Ja, das klingt okay. Ja. Korgan rein da. Du greifst auch an. Jahira greift an. Edwin stellt sich in die Tür. Wie ihr wünscht. Du auch. Jan auch. Gal ist gleich tot. Gal ist gleich tot. Das geht ja schnell hier. So, Edwin, Verlangsamung. Die haben Hast gewirkt. Das darf nicht sein. Ich bin der Einzige, der Hast zu haben hat. Dann werdet ihr euch immer auf einen... Hey, der eine Elite-Wächter, die hauen ab. Okay. Na gut, wenn ihr gehen wollt, dann dürft ihr schon gehen. Wir sind schließlich gnädige Menschen. Joa. Nun gut, wenn ihr denkt, dass das wirklich gut ist. Die Elite. So viele Taten bereuen wir später. Ist hinüber, so. Ja, ich greife euch an hier. Sollte ja keinen Ruf kosten, hier den Kult abzumetzeln. Nee. Das wurde aber auch Zeit. Hey. Könnt ihr es wagen, vor mir zu fliehen? Ich will hier auf jeden Fall ein bisschen was looten. Wenn es nur 7 Goldmünzen sind, die ich hier pro Leiche bekomme. So, ist hier... Ich glaube, viel mehr ist hier nicht, oder? Das ist dieser eine kurze Kampf. Ah, hallo. Ich hab euch Unrecht getan. Stirb. Ja, das hat sich doch gelohnt. Oh, da ist noch jemand. Du siehst aus wie ein Kultist. Wie jemand, der sterben muss. Genau, stirb, Kreatur. Oh. Im letzten Moment hauen die irgendwie mal ab. Na gut. Meine Blutdurst ist vorbei. Ach! Ich muss die Dimensionsreise zurückbringen. Das ist etwas, was ich gerne vergesse. Wo ist der eigentlich hin? Wo ist der Dimensionsreißer? Na gut, ich muss ihn auf jeden Fall zurückbringen. Wenn ich jetzt hier an die Oberfläche gehe, dann sterben wir. Das wäre ein tolles Ende für diesen Run. Aber... naja, ich würde es dann doch vermeiden irgendwie. Ich habe jetzt noch in jedem dieser Nebenräume hier die Schlösser geöffnet und bisschen Loot gefunden, also hauptsächlich magische Pfeile oder ein paar Edelsteine oder Schriftrollen bis Stufe 5. Also wir haben Kältekegel, Tote beleben, sowas haben wir da gefunden. Und jetzt bringen wir den Dimensionsreißer zurück, denn das ist ja einerseits noch eine Quest. Und andererseits habe ich jetzt, auch wenn ich ihn im Inventar nicht mehr finde, wirklich ein bisschen Muffe sausen, dass ich sterben könnte. Ja. Vikonia habe ich gar als Gürtel angezogen, den Gürtel der Zähigkeit. Gibt einmal täglich 18 Konstitutionen für 8 Stunden. Und wir haben das besagte Magieresistenz-Amulett gefunden. 5% Magieresistenz. Ja. Sollte ich auf jeden Fall aufheben. Ich glaube, später gibt es welche mit 10. Weil ich ja Vikonias Magieresistenz auch verstärken will dann noch. Sie hat ja eine hohe natürliche Magieresistenz und da bietet es sich an, die noch zu erhöhen. Es ist theoretisch möglich, mit Vikonia auch 100% Magiewiderstand zu bekommen. Das ist auf jeden Fall was, was mich auch interessiert, ja. Der Weg zu den depressiven Wächtern dürfte ja jetzt 100% frei sein. Wenn ich merke, dass Korgan gleich... Korgan darf das dann ruhig merken.
der kommt auch mal eine Weile alleine klar gegen jeden Gegner. So, mein guter Mann, was sagst du denn zu unserer Rückkehr? Was wollt ihr jetzt schon wieder? Wenn es nichts Neues zu besprechen gibt, habe ich nichts mehr zu sagen. Okay. Warum sind wir im gleichen Dialog? Was ist passiert mit dem Dimensionsreißer? Habe ich den auf den Fußboden gelegt da beim Betrachter? Ihr müsst eure ich gehe erst nochmal hier rein. Und dann gucken wir mal, was der Gott sagt. Naunata. Hallo? Ich habe jetzt Angst, die Kanalisation zu verlassen. In solchen Momenten wünsche ich mir, ich hätte die Cheat Keys an und wir könnten uns durch die Gegend teleportieren, wie wir wollen. Vertrauen ist etwas für Narren. Dann schauen wir nochmal hier auf dem Fußboden. Manchmal werden ja so Questgegenstände. Ja, das ist es am Ende auch da. Yalkales, ich werde eurer manchmal werden folgen. Die ja dann abgelegt und landen auf dem Fußboden. Also super. So, her mit dem Dimensionsreißer. Folgt und zurück zu den Leuten. Ich folge euren Befehl. Im Moment. Aha, der Wille eures Herrn. Genau. Es hat keine Energie mehr und es wird zerstört. Ihr lügt, ihr müsst lügen. Es gibt keine Hoffnung für uns. Es sind mehrere Zeitalter vergangen, seitdem sich irgendetwas verändert hat. Das kann nicht sein. Es ist unvorstellbar, dass ihr der Bringer der Veränderung seid. Es ist einfach unmöglich. Ich muss mich selbst überzeugen. Ich muss das Wort hören. Wir alle müssen es. Damit gehen wir alle zusammen da unten rein, sehr schön. Es gibt da nichts. Es hat noch nie etwas gegeben, außer den Gestank unseres Hasses. Der Name wurde schon seit einer Generation nur noch als Fluch verwendet. Es gab kein Zeichen und es gab keinen Grund. Ich, Amonator. Dein Volk ruft dich. Ich, Agru Tindul, der Sonnenfürst des dritten Hauses, treu Ausführender der Richtlinie der Verehrung, lasse hiermit deinen Namen mit meiner Stimme erklingen. Wir fragen dich. Wir bitten dich. Wir rufen dich an. Bitte, wir benötigen dich. Ich höre. Ich höre euch, die ihr gelitten habt und die ihr noch immer leidet. Die Zeit ist zu Ende. Die Buchstaben des Gesetzes besagen, dass wir bis zum Ende der Zeit wachen müssen. Unsere Zeit ist zu Ende. Dies ist das Ende der Dinge. Lasst euren Verstand in meinem Herzen ruhen. Findet Ruhe. Tada! Ein Level-Up für Yahira und einen Gegenstand. Was haben wir bekommen? Und liegt es auf dem Fußboden? Das sind hier die Fragen, die mich beschäftigen. Ach, ein Schild. Okay. Edwin ist doch mein Identifiziermann. Einmal haben wir hier die Scharfschützenarmbrust. Weiß nicht, ob die gut ist. Und hier haben wir einmal den Gnadenretter. Minus 4 auf Rüstungsklasse. Ja, das... Ach, richtig. Vikonia. Du kannst ja jetzt auch andere Schilder benutzen, wo du die Stärke hast. Da werden wir uns drum kümmern. Ist bereit. Vielleicht nicht jetzt sofort. Erstmal steigen wir hier in Stufe ein Stüfchen auf. Auch ein Druide, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gibt leider keinen Stufe 7 Zauber. Die kommen wohl erst dann viel, viel später. Das muss ich auch gleich mal sehen. Also eine Stufe macht sie noch, okay. Bei 3 Millionen Gesamt-XP macht sie noch eine Druidenstufe. Das ist ein heftiger Schritt hier. Und ich glaube, der Schritt auf 14 ist nochmal genauso heftig. Druiden sind, was das angeht, echt nicht so super drauf. Cernd wäre noch eine gute Alternative gewesen, weil der rein rassig ist, was das Druidensein angeht. Und was ich hier lerne, habe ich echt keine Ahnung. Kommt mir alles sinnlos vor. So, aber wir verlassen jetzt diesen Ort. Diesen verfluchten, verdammten Ort. Ich bin so froh, dass das mit dem Dimensionsreißer noch geklappt hat. Und zwar würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal hier an dieser Stelle wieder, wenn alle meine Leute da sind und wir bereit sind, die Quest abzugeben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.